Willkommen zu meinem Klassenguide für den Rachsucht-Dämonenjäger in Patch 7.1.5. In diesem Video werde ich euch alles Notwendige erklären, damit ihr während dieses Patches vernünftig tanken könnt. Zu dem Ganzen habe ich auch einen Textguide verfasst, das heißt, wenn ihr hier im Video nicht wirklich mitkommt, dann schaut da auch nochmal rein. Generell ist es eine gute Idee, vielleicht das parallel nochmal aufzumachen, weil sich die beiden Guides dann relativ gut ergänzen. Da das Video verhältnismäßig lang wird, habe ich in die Videobeschreibung mal Timecodes geschrieben für die verschiedenen Abschnitte, die ich hier mache. Das heißt, wenn euch zum Beispiel nur die Talente interessieren, könnt ihr einfach auf den Timecode klicken und springt dann an die dementsprechende Stelle im Video. Dann braucht ihr da nicht hin und her scrollen, bis ihr das gefunden habt, oder durchgucken, wenn euch nur das eine interessiert. Also schaut da mal nach, falls ihr nur was Spezielles sehen wollt. Bevor wir mit dem eigentlichen Guide anfangen, einmal ein kleines Update, was denn jetzt mit dem neuesten Patch passiert ist, was sich so verändert hat. Ist jetzt hauptsächlich für die interessant, die schon länger Dämonenjäger spielen, für die anderen nicht so, aber es geht auch ganz schnell. Ich nenne euch nur die drei wichtigsten Sachen. Wir haben einmal die Verzweiflungstat, die wurde ein bisschen schlechter gemacht, nämlich die hat jetzt 8 Minuten CD, vorher waren es 3 Minuten, also wir haben einen deutlich längeren Cooldown drauf. Dann wurde die Schadensreduktion vom Dämonenstachel reduziert, das ist auch nicht gut. Aber zum Schluss habe ich noch was Nettes, denn die Metamorphose erhöht jetzt zusätzlich auch nochmal die Rüstung um 100%. Also nicht nur die Leben, sondern auch die Rüstung. Das ist schon mal ganz praktisch. So, jetzt geht's aber wirklich mal los. Wir fangen an mit den Werten und ich werde hier in diesem Guide auf die Überlebensaspekte eingehen. Es gibt auch noch für den Rachsucht-Dämonenjäger eine Wertepriorität, die mehr auf DPS ausgelegt ist, aber meiner Meinung nach ist das nicht so wirklich Sinn und Zweck eines Tanks, deswegen gehe ich hier nur auf diesen Überlebensstil ein. Und da haben wir die Beweglichkeit natürlich als Mainstat und danach die sekundären Werte mit Vielseitigkeit, Tempo gleich Meisterschaft, das ist auf einer Ebene, und dann kritische Trefferwertung. Wobei man sagen muss, dass wenn ihr den Vierer-Bonus des Tier 19 Sets habt, das ist das aus der Nachtfestung, dann rückt die Meisterschaft automatisch an die zweite Stelle, also direkt nach der Beweglichkeit, ansonsten halt so, wie ich es hier eingeblendet habe. Damit ihr versteht, warum die Wertepriorität so sind, wie sie sind, erkläre ich euch einmal, was die Stats machen. Die Beweglichkeit ist wichtig, da sie zum einen unsere Ausweichchance als auch unsere Angriffskraft und damit eben auch die Heilung erhöht, denn die Heilung hängt mehr oder weniger von dem verursachten Schaden ab, den wir da machen. Die Vielseitigkeit erhöht unseren Gesamtschaden sowie unsere Gesamtheilung und verringert unseren erlittenen Schaden, ist also auch relativ wichtig, deswegen hier an zweiter Stelle. Tempo wird dazu genutzt, den Global Cooldown runterzusetzen. Der Global Cooldown ist das, was ihr immer habt. Wenn ihr einmal auf eine Fähigkeit drückt, dann müsst ihr mal kurz warten, bis ihr die nochmal benutzen könnt. Das heißt, damit drücken wir den Global Cooldown runter, damit wir die Fähigkeiten öfter einsetzen können. Zudem haben wir beim Tempo noch den Vorteil, dass wir vereinzelte Fähigkeiten des Dämonenjägers nochmal im Cooldown reduzieren. Zum Beispiel den Dämonenstachel, den können wir dann auch nochmal öfter einsetzen. Der hat einen höheren Cooldown als der Global Cooldown ist, können den also nicht so oft einsetzen, wie wir wollen. Und wir verringern eben mit dem Tempo die Abklingzeit davon. Die Meisterschaft erhöht unseren Schaden und die Schadensreduktion vom Dämonenstachel ist also ganz praktisch, weil wir den relativ oft einsetzen möchten. Da kommen wir in der Rotation später noch zu. Und die kritische Trefferwertung erhöht die Chance, dass unsere Schadens- und Heilfähigkeiten doppelt so effektiv werden. Und ein Teil davon wird auch in Parierwertung umgerechnet. Das heißt, wir haben dann eine höhere Chance, je mehr Crit wir haben, eben einen Schlag vom Gegner zu parieren und dadurch Schaden zu vermeiden, ist jetzt aber nicht so wichtig, deswegen hier an letzter Stelle. Wenn wir schon bei den Werten sind, erkläre ich euch einmal kurz, was wir für Verzauberungen, Sockel und Buff-Food benutzen. Bei den Sockeln nehmen wir einmal als lilafarbenen Sockelstein das Säbelauge der Beweglichkeit. Das bringt uns Beweglichkeit, also unseren besten Stat. Allerdings können wir lilafarbene Sockel nur einmal pro Charakter in ein Ausrüstungsstück reintun. Das heißt, für die restlichen Sockelplätze müssen wir dann andere Sockel benutzen. Und da nehmen wir die vielseitigen Malstrom-Saphire. Die bringen uns Vielseitigkeit, also unseren zweitbesten Stat. Was die Verzauberung angeht, haben wir am Hals das Mal des schweren Balks. Da haben wir einfach eine Chance, dass sich ab und an mal unsere Rüstung 10 Sekunden lang erhöht. Das ist also ganz praktisch. Beim Umhang haben wir einmal die Bindung der Beweglichkeit. Das gibt uns eben Beweglichkeit, unserem besten Stat.
Und auf die Ringe machen wir dann Bindung der Vielseitigkeit, das bringt uns eben Vielseitigkeit. Es gibt natürlich auch günstigere Varianten von den Verzauberungen. Da müsst ihr halt gucken, dass ihr die Werte, die ich gerade genannt habe, dann auf den Verzauberungen drauf habt. Aber zu empfehlen sind schon die, die ich gerade gesagt habe, wenn man das Ganze optimal machen will. Beim Barfood sollten wir schauen, dass wir was bekommen, was uns Vielseitigkeit gewährt. Am besten ist da die Fischauswahl mit Körnerkruste. Wem das zu teuer ist, der kann auch den Sturmrochen mit Koi-Aroma nehmen. Das bringt uns eben auch Vielseitigkeit, nur halt ein bisschen weniger. Kommt immer darauf an, wie viel das gerade kostet. Ob das einem die 75 Punkte mehr dann wert ist, ist immer ein bisschen fraglich. Bei den Flasks nehmen wir am besten das Fläschchen der 10.000 Narben. Das gibt uns Ausdauer, das ist als Tank relativ gut. Für den Pot im Kampf, den wir dann einmal einsetzen können, können wir den unbeugsamen Trank nehmen, denn der erhöht unsere Rüstung dann 25 Sekunden lang. Ist also ganz praktisch, die beiden Sachen solltet ihr dann möglichst dabei haben, wenn ihr raiden wollt. Falls ihr euch jetzt fragt, was denn so gute Items sind mit guten Werten drauf, dann schaut mal in den Textguide. Da habe ich eine kleine Tabelle, wo dann die besten Slot-Items aus der Nachtfestung drin sind. Das heißt, die Items, die da am besten für uns sind, da könnt ihr auch so ein bisschen sortieren nach Boss, dass ihr euch da so eine kleine Liste anfertigen könnt. Bei welchem Boss ihr auf welche Items da rollen solltet, das ist, denke ich mal, ganz praktisch. Gut, kommen wir dann als nächstes zu den Talenten. Und hier sei gesagt, wir haben nicht die eine Skillung, die immer richtig ist, sondern als Tank haben wir oft mal verschiedene Situationen. Wir haben mal viele Adds, wir haben mal gar keine Adds. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, je nach Bosskampf, was ist jetzt das beste Talent, was man da wählt. Ich werde euch jetzt bei jeder Talentreihe Empfehlungen geben, was in welcher Situation ganz gut ist oder was ich da nehmen würde. Und ihr müsst dann pro Boss selber entscheiden, was euch besser gefällt oder was da eben sinnvoller für euch ist. In der ersten Talentreihe würde ich die peinigenden Flammen nehmen. Das funktioniert so, dass wir unsere Feuerbrand-Aura einmal um 30% buffen. Das heißt, sie macht 30% mehr Schaden. Und wenn die aktiv ist, dann wird unsere Bewegungsgeschwindigkeit um 30% erhöht. Das bringt uns einfach in den meisten Situationen am meisten. Es gibt natürlich auch andere Situationen, zum Beispiel, wenn Gegner weit wegstehen und wir die einsammeln müssen. Des Öfteren, dann bringt der abyssische Schlag mehr, das erhöht die Reichweite vom Inferno-Einschlag um 10 Meter und setzt die Abklingzeit um 8 Sekunden runter, das heißt, wir können den öfter einsetzen und auch noch weiter springen, das ist ganz praktisch. Wenn wir jetzt zum Beispiel Bosskämpfe haben, wo wir Gegner verlangsamen müssen, das heißt, Adds laufen vielleicht von irgendeinem Startpunkt zu einem Zielpunkt und wenn sie am Zielpunkt ankommen, passiert irgendwas Negatives für die Raid-Gruppe. Da nehmen wir dann die Klingenstacheln, denn damit können wir eben dann die Gegner verlangsamen. Das ist also dafür ganz praktisch. In der zweiten Talentreihe würde ich euch das Festmahl der Seelen empfehlen, denn das erhöht die Heilung von unserem Seelenspalter enorm. Das heißt, unsere Selbstheilung wird dadurch deutlich erhöht. Aber es gibt eben auch Bosskämpfe, wo lebendig verbrannt zum Beispiel besser ist, wenn wir dann zwei Bossgegner haben, denn lebendig verbrannt funktioniert so, dass wir, wenn wir das flammende Brandmal auf ein Ziel setzen, dass es auf das nächstliegende Ziel überspringt. Das heißt, wenn wir zwei Bosse haben, die vielleicht nebeneinander stehen, dann kann man lieber lebendig verbrannt nehmen, weil dann das Brandmal eben überspringt. Ist also ganz praktisch. Kollateralschaden kann man durchaus auch nehmen, weil wir dann mehr Chancen haben, Seelenfragmente abzuspalten. Das heißt, wenn wir viele Gegner haben, lohnt sich das, weil wir durch diese Seelenfragmente uns eben auch heilen. Da kommen wir dann später nochmal zu, was diese Seelenfragmente sind. Aber ich würde euch hier wirklich empfehlen, das Festmahl der Seelen zu nehmen. Die anderen beiden sind nicht wirklich so. In der dritten Talentreihe sollten wir die Teufelsklinge wählen, denn dadurch bekommen wir eine neue Fähigkeit. Die funktioniert so, dass wir, wenn wir ein Ziel anvisieren und die Teufelsklinge nutzen, das Ziel anstürmen, da Feuerschaden verursachen und 20 Schmerz generieren. Schmerz ist halt unsere Ressource, da kommen wir auch später noch zu. Also die Teufelsklinge ist schon sehr, sehr gut dafür. Man kann sich auch überlegen, wenn wir Kämpfe mit vielen Gegnern haben, den Flammenschlag zu skillen. Weil wir einfach, wenn wir den Inferno-Schlag einsetzen, bei unserer Landung ein Zeichen der Flamme, das ist ein AOE-Effekt,
unter uns setzen. Also wenn wir viele Gegner haben, kann sich das auch lohnen, aber eigentlich ist es keine wirkliche Alternative zur Teufelsklinge, weil wir damit schon sehr, sehr viel Schmerz generieren mit der Teufelsklinge und die dadurch fast schon unverzichtbar ist. In der nächsten Talentreihe haben wir den Dämon füttern. Das funktioniert so, dass wir immer, wenn wir ein Seelenfragment verbrauchen, die Abklingzeit vom Dämonenstachel um eine Sekunde verringern. Das ist sehr gut, denn den Dämonenstachel benutzen wir sehr, sehr häufig. Deswegen ist das ganz praktisch, dass wir jedes Mal, wenn wir ein Seelenfragment verbrauchen, eben die Abklingzeit verringern. Und wir verbrauchen verdammt viele Seelenfragmente. Das heißt, das ist schon ein sehr guter Skill. Jetzt gibt es eine Sache, wenn eure Eigenheilung sehr gering ist, wenn ihr sagt, irgendwie komme ich überhaupt nicht damit klar, mich selbst zu heilen, dann könnt ihr hier auch Fraktur nehmen, weil wir damit eine neue Fähigkeit bekommen, wo wir dann zwei Seelenfragmente erzeugen und Schaden am Gegner verursachen. Das heißt, wenn ihr eine sehr, sehr geringe Eigenheilung habt, könnt ihr damit mehr Seelenfragmente erschaffen und damit heilen wir uns dann letztendlich auch. Ist aber eigentlich von abzuraten. Ich würde euch hier klar empfehlen, den Dämon füttern zu nehmen, wenn ihr jetzt nicht gerade wirklich so gut wie gar keine Eigenheilung habt. Die nächste Talentreihe ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich mag das Zeichen der Ketten ganz gerne. Das ist ein neues Siegel, was wir bekommen. Das können wir irgendwo platzieren. Und das funktioniert so, dass alle Gegner, die im Effektbereich stehen, dann nach kurzer Zeit ins Zentrum gezogen werden. Ähnlich wie man das vielleicht vom Massengriff des Todesritters kennt. Ich finde es ganz praktisch, weil man da einfach Gegner zusammenziehen kann und dann schön antanken kann. Die anderen sind aber genauso legitim, zum Beispiel die konzentrierten Zeichen. Da werden alle Zeichen, die wir wirken, automatisch unter uns platziert. Das heißt, wir können uns nicht aussuchen, wo wir die hinlegen, sondern die werden immer unter uns gelegt. Und die halten 2 Sekunden länger, ist also auch ganz nett. Oder in die beschleunigten Zeichen, da werden alle Zeichen 1 Sekunde schneller ausgelöst. Und die Abklingzeiten werden um 20% verringert. Also wir können die dann häufiger nutzen und müssen die nicht so super gut timen. Ist alles ein bisschen Geschmackssache, probiert es ein bisschen aus. Ich finde, wie gesagt, die Zeichen der Ketten am praktischsten, weil man da so schön so ein paar Gruppen dann zusammenziehen kann und antanken kann. Aber wie gesagt, da müssen wir ein bisschen ausprobieren, wie euch das dann gefällt. Da sind wir auch schon in der 6. Talentreihe und hier würde ich euch ganz klar die dämonische Verwüstung ans Herz legen. Das ist eine neue Fähigkeit, die wir bekommen und da machen wir in einem Kegel vor uns einen Atem, der eben an allen Gegnern, die da drin stehen, Feuerschaden verursacht und uns gleichzeitig heilt. Und das ist eigentlich in den meisten Situationen ganz praktisch, weil wir da eben viel Schaden auf viele Gegner machen können und uns gleichzeitig auch viel heilen können. Gerade wenn man wenig Leben hat, kann einem das ganz schön wieder nach oben pushen. Falls ihr ganz, ganz arge Probleme mit eurer Ressourcenregeneration habt, dann kann ich euch hier auch noch die Klingenparade empfehlen. Das funktioniert so, dass wir immer, wenn wir einen Angriff parieren, unser nächster abscheren, wenn wir den einsetzen, 70% mehr Schmerz erzeugt. Das heißt, hier ist unsere Ressourcenregeneration eben sehr stark angehoben. Das heißt, wenn ihr wirklich überhaupt nicht klarkommt, damit irgendwie euren Schmerz nach oben zu kriegen, dann könnt ihr das wählen, aber ich würde es nicht allzu lange benutzen, weil das im Vergleich zur dämonischen Verwüstung nicht wirklich gut ist. Also vielleicht mal übergangsweise, bis man das dann drauf hat oder besser riskiert oder wie auch immer, kann man das mal machen, aber eine langfristige Alternative ist es eigentlich nicht. In der letzten Reihe kann ich euch die Seelenbarriere empfehlen. Da bekommen wir eine neue Fähigkeit, die uns ein Schild gewährt. Zudem werden alle Seelenfragmente im Umkreis von 25 Metern verbraucht und pro Seelenfragment steigt dann der Schild an. Ist ziemlich praktisch, den kann man gut timen, wenn man vom Boss hohen Schaden erwartet, dass man da die Seelenbarriere nimmt und dann Schaden abfängt. Eine kleine Alternative ist die Verzweiflungstat. Das ist so ein Freitod, nenne ich es mal. Also anstelle, dass ihr sterben würdet, habt ihr dann einfach 30% Maximalgesundheit und könnt wieder hochgeheilt werden. War früher eigentlich besser als jetzt, weil es früher nur 3 Minuten Cooldown hatte. Das heißt, nachdem das ausgelöst wurde, konnte es 3 Minuten nicht mehr ausgelöst werden und dann wieder. Das ist jetzt auf 8 Minuten erhöht worden, dadurch wesentlich schlechter. Manche bevorzugen das trotzdem, das kommt auch immer auf den Bosskampf an, sage ich jetzt mal, wenn ihr da irgendeinen Boss habt, wo ihr ziemliche Probleme habt, wo ihr fast schon wisst, ihr werdet einmal sterben pro Kampf, dann kann man das ruhig auch wählen, dann spart man sich nämlich eine Wiederbelebung und kann die für wen anders benutzen oder einfach auf Reserve haben, aber
Ich persönlich finde die Seelenbarriere hier stärker, weil man die halt öfter benutzen kann und mehr Schaden abfangen kann. Wenn ihr euch da aber ein bisschen unsicher seid oder mit der Seelenbarriere nicht klarkommt, könnt ihr auch die Verzweiflungstat wählen. Das ist jetzt auch nicht wirklich schlecht. Auch wir Dämonenjäger haben natürlich Artefaktwaffen und die möchten auch geskillt werden, deswegen erkläre ich euch nur einmal ganz kurz, in welcher Reihenfolge wir die goldenen Talente dann aktivieren sollten. Wenn ihr den genauen Weg haben wollt, schaut mal im Textguide nach, das würde jetzt zu lange dauern, da jedes Talent zu erklären. Wir machen das so, dass wir zuerst das Talent unten links, vom Schmerz getrieben heißt das, aktivieren. Das funktioniert folgendermaßen: immer wenn wir ein Seelenfragment verbrauchen, haben wir eine Chance, dass wir uns für kurze Zeit in unsere Dämonenform verwandeln und eben dann die Bonussachen, die wir durch die Dämonenform haben, dann bekommen in Form von erhöhter Rüstung und so weiter. Ist also ganz praktisch, da wollen wir als erstes hin. Als zweites wollen wir dann nach unten rechts, das sind die versenkten Kriegsklingen. Das funktioniert folgendermaßen: wir heilen uns jedes Mal, wenn wir Feuerschaden verursachen, um 15% eben dieses Feuerschadens. Das heißt, das ist ganz praktisch, weil wir sehr viel mit Feuerschaden dann da arbeiten. Und als letztes wollen wir dann zu dem Talent rechts, das ist Peinbringer, der den erlittenen Schaden für jedes verzehrte Seelenfragment um 3% verringert, jeweils dann 4 Sekunden lang. Das ist auch ganz nett. Und als letztes wollen wir natürlich dann zu dem links oben, aber das ist ja eh in weiter Ferne. Bis dahin müssen wir erst alles geskillt haben, von daher waren das die drei Hauptsachen, wo wir hinwollen. Kommen wir als nächstes zur Rotation, wobei Rotation schon wieder falsch ist, weil das mehr so eine Prioritätenliste ist. Denn wir haben Sachen, die wir in bestimmten Prioritäten einsetzen und nichts, was wir wirklich immer nur nach einem Schema F, sage ich mal, fahren. Das verhält sich so beim Dämonenjäger, dass wir eine Ressource haben, die nennt sich Schmerz, und für manche Fähigkeiten brauchen wir eben zwingend diesen Schmerz. Ohne diesen Schmerz können wir die Fähigkeit nicht einsetzen. Andere Fähigkeiten wiederum sind dafür da, um den Schmerz aufzubauen. Jetzt sollten wir möglichst schauen, dass wir nicht auf Null Schmerz kommen, weil wir eben die Fähigkeiten, die Schmerz verbrauchen, dann nicht mehr benutzen können, was in manchen Boss-Situationen dann schon brenzlig werden kann. Wir sollen aber auch gucken, dass wir möglichst nicht ans Cap kommen, das heißt, dass unsere Leiste komplett voll ist, weil wir dann, wenn wir eine Fähigkeit einsetzen, die Schmerz erzeugt, eben nicht so viel davon haben, weil das einfach ins Leere fliegt, weil eben die Leiste schon voll ist. Das heißt, wir sollten immer schauen, dass wir in gleichermaßen Schmerz aufbauen und Schmerz abbauen, dass sich das immer so im Rahmen verhält, dass wir immer ein bisschen haben, von mir aus auch viel haben, aber möglichst nicht die Leiste voll oder ganz leer ist. Ich werde euch jetzt gesondert erklären, wie man Schmerz aufbaut bzw. Schmerz abbaut. Zuerst zeige ich euch einmal die Fähigkeiten, womit man Schmerz aufbaut. Zum einen haben wir da die Feuerbrandaura, die erzeugt eben Feuerschaden, was gut ist, weil das ja uns heilt, wenn wir das in der Artefaktwaffe geskillt haben. Wir bauen Aggro auf bei vielen Gegnern, was ganz gut ist als Tank, und wir erzeugen eben Schmerz, das heißt, die Feuerbrandaura sollten wir möglichst auf Cooldown halten, das heißt, so oft wie möglich einsetzen. Das gilt auch für die Teufelsklinge, wenn wir die geskillt haben, aber das habe ich euch ja ans Herz gelegt, denn damit erzeugen wir auch eine Menge Schmerz, um genau zu sein, sehr viel Schmerz. Das heißt, die Teufelsklinge und die Feuerbrandaura möglichst auf Cooldown halten. Als drittes haben wir dann noch Abscheren, das erzeugt 10 Schmerz. Ist also nicht ganz so wichtig, das kann man eher nehmen, wenn man mal gerade keine Fähigkeit bereit hat, so als Füller zwischendurch, damit man noch so ein bisschen Schmerz eben erzeugt. Als nächstes haben wir die Fähigkeiten, mit denen wir Schmerz verbrauchen. Zum einen ist da der Dämonenstachel, der verringert unseren erlittenen Schaden, und der 2 Aufladungen. Ich mache es meistens so, dass ich den so halte, dass ich eine Aufladung immer übrig habe, falls noch was Unvorhergesehenes passiert, und die andere benutze ich so zwischendurch, um halt den generellen Schaden so ein bisschen dann zu verringern, den ich bekomme. Aber das kann man machen, wie man will. Ich würde die nur nicht alle immer komplett verbrauchen, damit man, falls mal was passiert, immer noch zumindest ein bisschen diesen Reduce dann dabei hat. Und wir haben noch den Seelenspalter, der heilt uns, dabei verbraucht er alle Seelenfragmente, die im Umkreis von 25 Metern sind. Und je mehr Seelenfragmente da rumliegen, desto mehr heilen wir uns. Das heißt, der ist natürlich am effektivsten, wenn wir sehr viele Seelenfragmente da haben. Die Seelenbarriere
Die ist gut, wenn wir die dann geskillt haben in der letzten Talentreihe, wenn hoher Schaden zu erwarten ist. Auch hier werden alle Seelenfragmente verbraucht, ist natürlich auch hier wieder am effektivsten, wenn wir viele Seelenfragmente haben. Die Fraktur auch, falls wir die gewählt haben, wie gesagt, das alles so ein bisschen situationsabhängig, können wir benutzen, um Schmerz zu verbrauchen, wenn wir gerade keine Heilung benötigen. Aber wie gesagt, das Talent ist nicht so super gut, aber ich wollte es hier trotzdem nochmal erwähnt haben. Dann haben wir die dämonische Verwüstung bei vielen Gegnern oder wenn wir dringend Heilung brauchen, weil wir uns damit eben heilen. Ist auf jeden Fall ganz nett und das sind so die Hauptsachen, womit man eben dann Schmerz verbraucht. Das heißt, wenn ihr das so skillt, wie ich das am Anfang gesagt habe, wo meine Hauptempfehlungen drauf waren, eben Dämonenstachel, Seelenspalter und dämonische Verwüstung und zum Aufbau eben die Feuerbrandaura, Teufelsklinge und Abscheren. Und ihr solltet möglichst schauen, wie gesagt, dass ihr nicht aufbaut, abbaut, sondern dass das so ein bisschen ineinander übergeht. Das passt mit den Cooldowns auch gut ineinander, dass ihr Fähigkeiten einsetzt, mit denen ihr aufbaut, dann mal wieder eine, wo ihr mit abbaut, dass das immer so im Fluss ist und nie ganz voll oder ganz leer ist, wie ich das dann erwähnt habe. Neben den Fähigkeiten, die wir ständig einsetzen, haben wir noch Fähigkeiten, die eine höhere Ablenkzeit haben. Das heißt, die können wir dann seltener einsetzen, sind aber meistens auch dann stärker. Zum Beispiel die Metamorphose, da verwandeln wir uns in einen Dämon und haben dann 15 Sekunden lang ein paar Boni. Zum Beispiel wird unsere Rüstung erhöht in dieser Zeit und unsere Maximalgesundheit. Zudem haben wir eine erhöhte Schmerzregeneration. Ist also ganz praktisch, das setzen wir immer dann ein, wenn wir hohen Schaden vom Boss erwarten oder ganz dringend Schmerz brauchen aus irgendwelchen Gründen. Da kann man die Metamorphose dann benutzen. Dann haben wir noch die Zauberschutze aufladen. Das verringert den erlittenen Zauberschaden 6 Sekunden lang um 30%. Benutzen wir also immer, wenn wir Zauberschaden erwarten. Ist nicht so oft der Fall, aber kann man durchaus mal machen. Zu guter Letzt noch das flammende Brandmal. Das sollten wir möglichst auf dem Boss haben, auf dem wir dann auch drauf sind, beziehungsweise der uns dann angreift. Denn dann bekommen wir von dem Ziel, auf dem dieses Brandmal ist, 40% weniger Schaden. Das heißt also, wir sollten das möglichst so machen, dass wir wissen, okay, der Boss greift mich jetzt immer an, dann machen wir das Brandmal drauf und dann bekommen wir da eben weniger Schaden von diesem Boss. Zudem macht es dann Feuerschaden auf dem Boss, was uns dann auch wieder heilt, wenn wir das eben in der Artefaktwaffe geskillt haben, ist also eine ganz praktische Sache. Zum Spotten benutzen wir die Folter. Man kann zum Pullen auch Glaive-Werfen verwenden, da müsst ihr nur aufpassen, das erzeugt nicht so super viel Aggro. Wenn dann irgendwie ein Fernkämpfer direkt am Anfang eine Attacke raushaut, kann es sein, dass der Boss wegläuft. Da solltet ihr dann gucken, dass ihr vielleicht mit der Teufelsklinge anstürmt und dann Schaden drauf macht, damit ihr dann schnell Aggro aufbaut bzw. die Aggro schnell zurückkriegt. Ganz zur Not dann halt eben spotten, aber so spart ihr euch eben den Spott. Der hat nämlich auch eine Ablenkzeit und den würde ich eigentlich immer aufbewahren, falls mal was Unvorhergesehenes passiert. Ich spreche ja die ganze Zeit von Seelenfragmenten und zum Schluss möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, was das denn eigentlich ist und wofür wir das brauchen. Seelenfragmente sind dazu da, um uns zu heilen, ganz grob gesagt. Die können wir mit verschiedenen Fähigkeiten, zum Beispiel Abscheren oder dem Seelenschnitzer, von unseren Gegnern abschlagen und die liegen dann einfach irgendwo in der Nähe rum von dem Gegner, wo wir die eben abgeschlagen haben. Und jetzt ist es so, dass wir, wenn wir unter 100% Gesundheit fallen und sich ein Seelenfragment in unserer Nähe befindet, 25 Meter ist so der Radius um uns herum, dann wird das automatisch eingesaugt und heilt uns dann dementsprechend. Wir können natürlich auch, wenn wir uns dann irgendwie innerhalb des Bosskampfes mal bewegen, kann das natürlich sein, dass die auch weiter weglegen. Da können wir natürlich auch hinlaufen und die dann einsammeln. Es gibt aber auch Fähigkeiten, mit denen wir die aktiv verbrauchen. Zum Beispiel den Seelenspalter, der zieht dann eben alle Seelenfragmente innerhalb von 25 Metern ran und verbraucht die und heilt uns dann dementsprechend. Oder die Seelenbarriere, wenn man die geskillt hat, die erhöht dann den Schild dementsprechend. Das heißt, man muss immer so ein bisschen gucken, wann brauche ich Seelenfragmente und dementsprechend dann die Fähigkeiten benutzen. Mit Abscheren kriegt man sowieso immer welche, aber wenn man mal dringend welche braucht, kann man auch den Seelenschnitzer benutzen.
und die dann dementsprechend verbrauchen mit dem Seelenspalter, um sich dann hochzuheilen. Ist also eine nette Sache, ist so ein bisschen Übungssache alles, dass das so ineinander übergeht, aber nach einer Zeit kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Und damit bin ich am Ende meines Klassenguides. Ich hoffe, ich konnte euch den Dämonenjäger gut erklären und ihr habt jetzt einen Überblick, wie das Ganze funktioniert. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir doch gerne einen Kommentar und dann finden wir da schon eine Lösung. Es ist übrigens ganz normal, dass ihr vielleicht am Anfang noch ein bisschen überfordert seid, weil das ziemlich viele Informationen sind, aber mit ein bisschen Übung kommt man da schon noch rein. Falls euch mein Guide gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal und empfehlt meine Videos weiter. Ihr dürft mich auch sehr, sehr gerne auf Facebook, Twitter und meiner Webseite besuchen. Das würde mich dann besonders freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein!